So, hallo und willkommen hier zu Let's Play Risen 1. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, wir haben jetzt folgende Quest. Wir müssen die namenlosen Gräber finden. Oh, und eins haben wir schon. Das war auf dieser Insel mit dem Skorpion. Und hier sind jetzt ganz viele Keiler. Natürlich ist es jetzt ein bisschen alles schwieriger geworden hier. Aber das war kein Problem. Ich habe hier nebenbei mein Handy parat, denn das ist ja heute wieder live. Denn heute kommt auch keine neue Folge raus. Da waren wir. Da sind wir gewesen auf dieser Insel mit dem Skorpion, haben ein namenloses Grab gefunden. Und dann gehen wir jetzt mal zu den anderen. Hier, namenlose Gräber. Das hier unten haben wir schon. Schade, dass man das hier nicht auch markieren kann, wie bei Fallout. Das wäre natürlich schön, aber das kann man bestimmt in nächster Zukunft. Da ist die Patty, die wartet natürlich da und versucht diese Rätsel von ihrem Vater ja, zu lösen. So, und dann gehen wir mal hier rum. Also wir müssen jetzt hier die Kurve laufen. Ich hoffe, das ist hier richtig. So. Oh, das ist ja noch Fleisch. Haben wir es gar nicht eingesammelt, was? Da ging es dem Vergangenheitsinselgamer zu gut anscheinend, dass er das nicht mitgenommen hat. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man jetzt ab Kapitel 2 dann... Ah, man kann dann wieder die ganzen Eisenerzteile wieder benutzen und Gold wahrscheinlich. Also ich meine, hier hatte ich das in Kapitel 1 abgebaut. Und dann kann man es eigentlich nicht, oder ist es nach einer gewissen Zeit wieder möglich? Das kann natürlich sein, dass es gar nicht davon abhängig ist, ob man jetzt in einem neuen Kapitel ist, sondern dass eine gewisse Zeit einfach nur um sein muss. Das weiß ich nicht so genau. Ja, es sind leider nicht so viele da. Ich dachte, jetzt haben wir hier schulfrei. Ah doch, da ist jetzt wieder ein Zuschauer da hinzugekommen. Komischerweise auf dem Handy aktualisiert sich das schneller als auf dem PC, wenn da Zuschauer kommen und gehen. Das ist dann ja viel praktischer mit Handy. So, bin ich jetzt hier auf dem richtigen... ich muss da oben längs. Warte mal, ich weiß nicht, ob das hier sitzt. Ich gehe mal lieber hier lang. Ah, die Münze oder Mana-Pflanze nehmen wir mit. War noch irgendwas? Nee, ich dachte, da lag noch was. So. Muss ich... Ah, Quatsch, da lang muss ich irgendwie. Ah, muss ich da oben lang? Komme ich gar nicht da oben lang, oder? Bin ich falsch abgebogen? Der ist doch hier richtig... Ja, diese Karte ist halt... nicht so genau. Laut dieser Karte... Ah doch, hier geht's doch links. Habe ich gar nicht... So... Und nun müssen wir genau da weiter. Und irgendwo hier müsste noch ein namenloses Grab sein. Warte mal. Oh. Falsch in Erinnerung behalten. Mist, muss nur doch mal zurück. Ja, ich hätte lieber L drücken sollen. Da sehe ich das. Anstatt M. Ja, dann dürfen wir nochmal zurück. Aber da sagt dir natürlich auch nichts, ne? Dass das falsch ist. So. Also. Sind wir da nämlich schon bestimmt vorbeigelaufen. War ich hier zuerst doch richtig? Hier irgendwo muss das denn sein. Okay. Nee, falsch. Hier so, in die Richtung. Aber in den Truhen dürfte ja nicht nochmal wieder was Neues sein, oder? Hätte ja auch sein können, dass im Kapitel 2 die Truhen wieder voll sind.
Wäre ja zu schön. So, jetzt ist halt die Frage. Wo sind das jetzt? Unten lang oder wie? Hä? Hier unten? Laut Karte muss ich da runter, aber das kann doch nicht sein. Ein Moment. Irgendwie merkwürdig. Das ist ja echt nicht so genau gemacht hier, ne, mit dem Grab. Ist das auf der anderen Seite? Aber da komme ich ja jetzt auch nicht hin. Oder ist es da oben? Das weiß man immer hier nicht so. Aber ich kann ja nicht einfach da runter jetzt. Das ist wieder falsch. Merkwürdig. Komme ich denn da jetzt hin? Also wenn das nicht am Weg ist, dann muss das auf der anderen Seite sein, oder? Die können wir auf alle Fälle mal mitnehmen. Na, da entfernen wir uns natürlich wieder. Ja, wie kommen wir denn da hin? Muss ich da doch oben lang irgendwie... Kann man hier oben lang? Ah, hier kann man nach oben. Ah, haben wir die schon mal aufgemacht? Ja, scheinbar schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier richtig ist. Na, das ist ja ganz weit davon weg. Ja, wie kommen wir da hin? Autsch. Wie komme ich da hin? Wenn ich doch nochmal den Weg zurückgehe. Na, wir haben ja Zeit. Muss ich wohl gucken, dass ich da oben lang komme irgendwie. Ja, ich versuch's mal hier oben lang. Natürlich. Ist hier bestimmt ein schwarzer Wolf, oder? Ja, ein schwarzer Wolf. Natürlich. Hätte mich mal heilen sollen. Aber wir sind ja stark. Guck mal, wie stark wir sind. Macht ja schon so ein schwarzer Wolf gar nichts mehr aus. Ist ja Pillepalle. So, dann gehe ich mal hier oben lang. In der Hoffnung, dass ich, dass das namenlose Grab hier oben zu finden ist. Ah, hier, oder? Das sieht auch nice aus. Ja, auf dieser Karte ist das echt schwer manchmal zu sehen, wenn dann so die Sachen direkt nebeneinander sind und dann so ein dicker, fetter Punkt da drauf zu ist. Da hätten die Karte entweder größer machen müssen, dass man mehr Details sieht, oder die Punkte vielleicht ein bisschen kleiner, damit man präziser die finden kann. Aber egal. Wir haben es ja nun gefunden, hoffe ich. So, mein Schatz. Mein Schatz. Oh, da haben wir Goldmünzen. Ein Trank der Geschicklichkeit steigert das Geschick dauerhaft. Ein Pokal und ein Brief von Kapitän Stahlbart. Den gucken wir uns natürlich an. Quatsch, hier Inventar. Welcher ist denn das jetzt? Das ist natürlich... Das hätten die auch mal irgendwie markieren können, damit man die unterscheiden kann. Aber, nun gut, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, die Meuterer 1. Bulba war der letzte von ihnen. Am Ende musste ich 6 Gräber aus... Achso, nee, das hatten wir schon. Die Meuterer 4. Ah, okay, ich warte mal vielleicht,
weil ich kann sie trotzdem mal vorlesen. Nur die eine Truhe ist ungefährlich. Allerdings auch nur, wenn man weiß, welche Truhe es ist. Und wenn man meinen Dietrich besitzt. Um Taras tut es mir ehrlich gesagt ein wenig leid. Er war ein guter Mann. Möge er in Frieden ruhen. So, da haben wir schon zwei. Dann nehmen wir das als nächstes und dann würde ich sagen das, dann das hier, ne? Das ist, glaube ich, ja, da haben wir noch ordentlich zu laufen. Aber wir haben ja Zeit. Immerhin haben wir jetzt wieder 8, also ich speichere schon mal. Nicht, dass wir das dann nochmal machen müssen, ja. Das wäre nicht so schön, ne? Na? Hm? Na? So. Ah! Okay, habe ich die Abkürzung genommen? Scheinbar. Ist es die Richtung jetzt? Falsch. Dann diese Richtung hier, ne? Noch ein Keiler mitten im Weg. Ja, scheinbar machen die Schüler alle fleißig ihre Hausaufgaben jetzt und spielen draußen im Hof oder so. Oder was macht ihr? Ah, ich komme hier natürlich nicht rüber. Warum bauen die da keine Brücke eigentlich? Da gehört doch eine Brücke hin. Hier die Pflanzen, die immer schön mitnehmen. Und es ist ein Wolf noch hier. Und noch, natürlich noch einer. Oh, von hinten. Zwei. Tut mir leid, aber ihr hättet ja auch wegbleiben können. Ihr wollt es ja so. Boah, aber wie, das kann ja auch, ist auch ein bisschen übertrieben, oder? Dass ich hau ihm mit dem Schwert und er fliegt denn sonst wohin, der Wolf? Ich bin einfach super stark, oder? Ich bin super stark. Muss ich nur gucken. Wo laufe ich denn da jetzt lang? Bin ich hier richtig? Da bin ich hergekommen, ne? Dann gehen wir mal hier lang. So, wo sind wir denn jetzt? Okay, dann müssen wir hier links lang. Und jetzt. Cooler wäre es, wenn die Karte immer oben rechts eingeblendet ist. Das ist irgendwie ein bisschen schöner, als immer, wenn man da reingucken muss, finde ich irgendwie. Okay, dann muss ich hier gleich irgendwo links. Ah, es wird schon wieder dunkel. Oh, da sind Echsenmenschen. Kann ich da hier so lang mit? Einfach mal mich an denen vorbei. Muss ich hier lang oder? Bin ich jetzt hier richtig? Ey! So, kommt noch einer.
Nee, ich muss hier noch anscheinend da irgendwie an die vorbei. Nein, Hilfe! Mal was trinken. Oh Mann. So alleine ist das natürlich. Ohne die Patty oder den Cyrus ist es natürlich nicht so einfach. Ah, natürlich. Ah. Ärgerlich. Na gut. Oh Mann. So, wo bin ich jetzt? Da sind sie wieder, diese Action-Menschen. Ich hoffe mal, ich kann hier mal an die irgendwie vorbei, ohne dass ich mit denen kämpfen muss. Aha, komm schon mal hier. Aber nützt nichts, muss trotzdem noch an denen vorbei. Weil wenn ich hier so eine Kurve mache, einmal so außen rum. Ich könnte ja jetzt hier runter. Und. Ah ja, gut, da kann ich da lang laufen. Ist hier richtig? Ja. Muss ich jetzt da lang oder? Ist echt gar nicht so leicht zu sehen. Hier ist so richtig. Muss da oben lang, ne? Na? Ich glaube, ich muss hier so lang. Hier rüber. Genau, hier muss ich lang. Ich glaube, wir sind sogar schon mal hier lang gegangen. So, da haben wir wenigstens die Echsenmenschen einfach mal links liegen lassen. Hier liegt noch ein Wolf. Oh. Danke, dass du gewartet hast. Hättest du noch ein bisschen länger warten können. Naja. So, mach mal Fackel an. Ist ein bisschen schöner, wenn die Sonne schon untergeht.
So, wir müssten eigentlich jetzt direkt auch zu dem Grab hinlaufen. Drauf zulaufen, wollte ich eigentlich sagen. So. Ah. Ah, schön, oder? Abendröte. Okay, hier irgendwo soll es sein. Könnt ihr übrigens mal hier... Oh, was? 50 gebraten? Oh, wow, so viel haben wir? Alter Schwede. Da habe ich aber ordentlich Fleisch gesammelt. Könnte man ja echt ein Geschäft aufmachen schon, eine Fleischerei. Ach, Quatsch. Oder warte mal doch. Also, eigentlich müsste es hier irgendwo sein. Dieses Grab. Wehe, das ist jetzt unten.